Billiger Seasons-Abklatsch oder winterliche Wundertüte. Wir schauen uns das neue Sims 4-Pack heute mal ganz genau an. Hi, ich bin Lunaria und hinter mir seht ihr gerade das Bild, mit dem das neue Sims 4-Pack gestern angeteasert wurde. Das Ganze hört auf den Namen Ab ins Schneeparadies oder zu Englisch Snowy Escapes. Und was war ich verwirrt, als ich dieses Bild gesehen habe. Meine erste Intention war Seasons. Also Jahreszeiten. Nur nochmal. Mein erster Gedanke war wirklich, das hätte man in Jahreszeiten integrieren können. Das hätte kein eigenes Erweiterungspack gebraucht. Dann habe ich dieses japanische Gebäude auf dem Bild entdeckt und war erstmal so ein kleines bisschen hyped, denn der Japan-Fan in mir hat Futter bekommen. Andererseits war ich aber noch verwirrter als vorher, denn klar, wir haben hier eine Winterwelt gesehen. Und klar, auch in Japan gibt es Winter. Aber wenn ich jetzt an Wintersport im Speziellen denke, an Winterlandschaften, an Skifahren und so weiter, dann kommen mir so einige Länder in den Sinn. Aber Japan ist jetzt nicht unbedingt drunter, wenn ich da ehrlich bin. Bei diesem Pack konnte ich mir im Vorfeld absolut keine Meinung bilden. Deshalb war ich auch dementsprechend gespannt auf den Trailer, den ich zwar nicht bei der Premiere schauen konnte, aber kurz bevor ich dieses Video aufnehmen angefangen habe, habe ich den Trailer schon ein erstes Mal geschaut, habe versucht, meine ganzen Reaktionen zu bündeln und werde nun mit euch in eine gepflegte Analyse starten. Wir starten da mal in den Trailer mit dieser jungen Lady, die hier wahnsinnig viel Spaß hat. Und da muss ich auch gerade schon das erste Mal abstoppen. Das sind ja Winteraktivitäten, die wir auch teilweise in Vorgängern schon hatten, teilweise noch nie. Also das Skifahren gab es ja meines Wissens nach davor noch nicht, außer in Sims 2 und ich habe es vergessen, aber ich meine nicht. Und das ist sicher etwas, was sich viele schon lange wünschen. Für mich persönlich ist es jetzt eher nichts. Ich bin jetzt kein Wintersportfan, aber wenn ich mir das schon hier anschaue mit diesen Gondeln und alles, sie scheinen es gut aufgezogen zu haben. Das ist wirklich etwas, was mit der Umsetzung steht und fällt und Animationen und alles finde ich hier wirklich gut gemacht. Ich finde das hier besonders süß, dass die da einfach mal zu zweit drin sitzen können. Das ist nämlich echt so ein kleines Detail, was man ja oft vernachlässigt hat, habe ich das Gefühl, wirklich gemeinsame Interaktionen, auch Familieninteraktionen, wo die Kids mehr eingebunden werden. Und hier können die einfach mal zu zweit drin sitzen und ich finde, das macht diese ganze Interaktion einfach schon mal um 100% besser. Und ich finde es auch süß, wie es die dann einfach mal so hier hinhaut. Also das, dieser Anfang ist schon mal richtig, richtig niedlich, habe hier gar nichts auszusetzen. Und dann kommt diese Überblende. Und ich bin das erste Mal verwirrt gewesen. Also wir hatten hier diese Winterlandschaft mit Schnee und allem. Und dann haben wir nun dieses japanisch angehauchte Viertel. Wir haben da hinten sehr charakteristische Gebäude, sehr charakteristische Pflanzen und auch keinen Schnee mehr. Ich meine, ja, okay, wir haben hier hinten diesen Schneebereich, alles recht und schön. Aber ich finde dieser Cut von dieser Winterlandschaft, von diesem Urlaubsfeeling, das für mich irgendwie nach wie vor noch diesen Jahreszeiten-Touch hat, dann dieser Wechsel auf dieses Bild hier. Das ist für mich nicht so ganz schlüssig gewesen beim ersten Ansehen. Das war irgendwie wie so ein komplett anderer Trailer, in den man da reinstartet. Und ich will jetzt echt nur nochmal sagen, ich liebe diese Szenerie hier gerade. Ich liebe Japan, ich liebe den Stil, ich feiere das total. Aber es erschließt sich mir nicht so ganz, wie sich das kombinieren lässt. Da war es schon wieder, da war es gerade richtig kräftig. Da hat man gerade dieses Bild von dem Pärchen, das hier sitzt, in traditioneller japanischer Kleidung, was ich auch schon wieder grenzgenial finde. Und diesen wundervollen japanischen Park. Also ich hoffe, bete, dass das keine Urlaubswelt ist, wobei ich es befürchte. Denn dieser englische Titel Snowy Escape und dann Ab ins Schneeparadies, das ist für mich etwas, was eine Urlaubswelt ankündigt. Und ich mag die Urlaubswelten nicht, weil da kann man nicht leben. Und das nervt mich einfach. Warum nicht dort leben können und dort Urlaub machen können, Sims 4? Warum nicht? Ja, und dann haben wir wieder diesen Hardcut. Einfach mal zurück in die Schneewelt. Das ist für mich wie zwei verschiedene Trailer, die zu einem fusioniert wurden. So ein Trailer-Crossover. Das sind für mich zwei verschiedene Packs. Das sind für mich zwei Gameplay-Packs, die man zu einem Erweiterungspack merchen wollte. Wenn man Seasons nicht hat,
hat man dann den Schnee. Ja, ich liebe diesen Zug. Ich hoffe so sehr, dass man ihn benutzen kann. Ich hoffe so sehr, dass die mit diesem Ding reisen können. Ich liebe Züge, ich liebe Bahnhöfe. Ich bin selbst total oft mit dem Zug unterwegs. Und Züge waren etwas, was es in Sims immer nur als Deko-Objekt gab. Ich meine, es gab in Sims 3 U-Bahnen. Die hat man aber nicht gesehen, die waren Rabbit Holes. Und es gab in Sims 3 den Zug als Deko-Objekt. Der ist in einer Stadt gefahren. Ich glaube, das war Champs-les-Sims. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Ich hatte noch nie bei dem Leben Französisch. Und da haben die einen Zug. Und der war ein Deko-Objekt. Der konnte einfahren und ausfahren. Und manche Weltenbilder haben den auch in ihre Welten gestellt, sodass da ein Zug durchfährt. Der ist richtig cool gemacht gewesen, richtig cool animiert gewesen. Konnte man aber nicht nutzen. Und ich hoffe, dass man den benutzen kann. Denn warum sollten sie ihn sonst in den Trailer tun? Außer so Leute wie mich, die gerne Züge haben, dass sie so bringen, dieses Pack zu kaufen. So ein Hint, dass man den Zug nutzen kann. Denn warum sollten die sonst hier am Bahnhof stehen? Ein weiteres Highlight für mich, dass sie sich hier verbeugen konnten. So eine klassische japanische Begrüßung. Man verbeugt sich. Ich liebe es. Das wäre für mich ein gutes Gameplay-Pack gewesen, wenn da irgendwie so japanische Kultur eingebracht worden wäre. Oder zum Beispiel, ja, typische kulturelle Dinge von verschiedenen Regionen der Welt. Jetzt nicht nur Japan an sich, sondern dass man zum Beispiel so ein gemischtes Pack gemacht hätte, das verschiedene Kulturen ins Spiel einbringt. Hätte ich richtig cool gefunden. Aber ich verstehe bis jetzt noch nicht, wie hier Japan mit dieser Winterwelt zusammenpasst. Geiler Cut. Und erneut, hier sehen wir, das kann auch von Kindern und Erwachsenen gemeinsam benutzt werden. Das ist, was ich vorhin gemeint habe. Es gibt gefühlt extrem wenige Möglichkeiten in Sims 4, wie Erwachsene und Kinder zusammen irgendeine Aktivität bestreiten können. Die sind irgendwie immer am Rande vergessen worden, wenn man Sims 4 mit den Vorgängern vergleicht. Und diese Interaktion, die ist süß. Und die können das zusammen machen. Und ich mag das. Mehr davon! Ja, hier haben wir nochmal so einen Zusammenschnitt von verschiedenen Wintersportaktivitäten. Wie gesagt, die sind jetzt nicht so mein Fall. Ich bin aber sicher, es gibt viele, die das mögen und sich das schon lange gewünscht haben. Auch dieses Klettern und so weiter. Ich merke gerade, ich bin eine schlechte Österreicherin. Wenn ich meinen Stereotyp erfüllen würde, dann müsste ich das gerade voll abfeiern, dass sie hier Skifahren und Klettern könnten. Was ich alles in meinem Leben noch nie gemacht habe. Da haben wir eine kleine Bergtour. Das ist auch, finde ich, sehr interessant, dass die da Bergtouren machen können. Da haben wir wieder diese heißen Quellen, die man auch aus Sims 2 noch kennt. Die fand ich immer richtig super. Die Duschen waren auch sehr interessant. Hier sehen wir noch verschiedene Einblicke in typische japanisch eingerichtete Häuser, auch mit diesen Schiebetüren und so weiter. Also ich liebe das. Ich würde mir das Pack allein schon wegen den ganzen japanischen Kauf, Bauobjekten und wegen der japanischen Kleidung kaufen. Ja, das sind diese klassischen, ich weiß gerade nicht, ob sie damit eine Art Schrein symbolisieren wollen. Ich weiß gerade nicht, wie weit in so eine Richtung Sims 4 gehen würde. Auf jeden Fall ist es ein schönes Fotomotiv, dass der Dame einen Simstagram-Post wert ist. Denn wie es aussieht, bekommen wir nun endlich ein richtiges In-Game-Instagram. Wer den Slice-of-Life-Mod von Kawaii Stacy nutzt, kennt ja Simstagram schon in der Mod-Version. Und ich finde es richtig cool, dass es auch eine in-game richtige Version von Simstagram geben wird. Ich bin gespannt, wie sie das umsetzen. Wir haben ja hier dieses Like- und Kommentarsymbol. Ich frage mich, ob man dann wirklich Kommentare checken kann, dass dann andere Sims aus der Welt oder Freunde das liken und kommentieren. Fände ich eine coole Funktion. Oh mein Gott, den habe ich beim ersten Anziehen gar nicht gesehen. Was ist denn das für ein süßes Tiki hier? Okay, der ist richtig süß. Also ich weiß nicht, ob sie damit, ob das, wo kam der her? Kam der aus dem Bild raus? Ich habe das nicht gesehen. Der kam aus dem Bild raus. Ich könnte mir vorstellen, dass das Ding hier entweder so eine Art imaginäres Tierchen ist, das in der Fantasie des Jungen lebt. Oder dass er einfach so einen kleinen Yokai gesehen hat, so einen kleinen Geist hier. Aber ich glaube irgendwie nicht, dass sie das machen. Wahrscheinlich ist der einfach nur so da. Und da kommt im Spiel nie vor. Ah ja, hier sehen wir nochmal eine Übersicht der Bauobjekte. Und ich würde Ihnen das Haus einfach instant einziehen. Gebt mir dieses Haus hier so aus dem Video raus. Ich nehme das mal so für euch und stelle das so bei mir auf. Und ich ziehe da dann ein und dann bin ich glücklich. Mehr will ich gar nicht. Wir haben hier hinten auch schön Wald. Und ich
befürchte halt, ich habe so Angst, dass man in der Welt nicht leben kann. Das könnte meine neue Lieblingswelt in Sims 4 werden. Ich mag's. Ich mag's. Also allein, wenn ich mir das hier schon so ansehe, diese ganzen, okay, die sind jetzt nicht so schön. Ich stopp natürlich genau dann, was nicht so schön ist. Ah, das hier. Das, oh mein Gott, das. Ja, dazu will ich auch noch so viel sagen. Hier haben wir diesen genialen Tisch, bei dem einfach mal alle auf die traditionelle japanische Art und Weise am Boden sitzen und zusammen essen. Boom! Sowas wünsche ich mir schon so lange. Ich als bekennender Japan-Fan, wie ich noch gar nicht 100-mal gesagt habe, ich liebe sowas. Ich habe mir immer gewünscht, dass man so eine Möglichkeit hat, auch mal in Sims 4. Oh Gott, ich werde nur noch mit japanischen Familien spielen. Nur doch. Und dann können die da einfach gemeinsam sitzen, gemeinsam essen. Und schaut euch das mal an, wie cool das aussieht. Die können da alle einfach gemeinsam von diesem Tisch runter essen. Ich liebe diesen Tisch. Ich werde mir das Pack wegen diesem Tisch kaufen. Nur wegen diesem Tisch. Das ist doch die beste Begründung, warum man für irgendwas 40 Euro ausgegeben hat. Findet ihr nicht auch? Und hier haben wir auch nochmal so eine Vending Machine. Was ist das auf Deutsch? Automat, genau. So ein Getränkeautomat. Japan ist ja bekannt für seine Automaten. Man kann sich da alles rausziehen. Von Getränken über Unterwäsche bis hin zu zusammengefalteten, kompletten Mahlzeiten. Und ich finde es cool, dass die dann auch noch so einen Automat mit reinhauen. Also, ich sehe hier definitiv ganz viel coole Inhalte, die mir gefallen. Ich bin aber definitiv noch genauso verwirrt wie vorher, bevor ich diesen Trailer gesehen habe. Aus einem ganz bestimmten Grund, der da wäre, und das ist immer noch der gleiche Grund wie vorher, wie passt das zusammen und warum? Ich verstehe auch, nachdem ich diesen Trailer angesehen habe, immer noch nicht, warum man dieses Wintersportthema mit Japan kombiniert hat. Für mich ist das bis jetzt noch so, als ob die dort gewesen wären, bei ihren Meetings hier so ihr Konzept gehabt hätten für so zwei verschiedene Gameplay-Packs. Und dann hat irgendjemand gesagt, ja, kombinier mal. Und genauso kommt mir das hier gerade vor. Kombiniert zwei Dinge, die jetzt nicht unbedingt so gut zusammenpassen, meiner Meinung nach. Vielleicht seht ihr das auch komplett anders. Vielleicht sitzt ihr da und denkt euch, was reden die für ein Blödsinn. Ich will auch gar nicht abstreiten, dass man dort Skifahren kann und so weiter. Ich finde nur, dass Japan nicht das erste Land ist, was mir einfällt, wenn ich an Wintersport denke. Ich liebe die japanischen Parts dieses Packs absolut. Ich finde auch die Wintersportteile hier im Pack ganz, ganz nett. Vor allem das mit dem Schlittenfahren. Das ist so das, was ich wahrscheinlich nutzen würde. Alles andere ist jetzt nicht so meins. Mein Hauptproblem ist hier, glaube ich, wirklich, dass sich das für mich eher wie ein Trailer zum Gameplay-Pack anfühlt. Ich habe nicht die... Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass das hier ein Erweiterungspack ist. Ich sehe hier nicht so viele neue Möglichkeiten. Klar, wir haben ein paar neue Wintersportoptionen. Wir haben coole japanische Objekte. Und wir haben Instagram. Aber ist das nicht ein bisschen wenig für ein volles Erweiterungspack, das 40 Euro kostet? Ich würde sagen, bevor ich auf die offizielle Website gehe, schaue ich mal, was die Community dazu sagt. Dazu scroll ich ganz gern zu den Kommentaren runter. Wir haben auf jeden Fall eine Like-Dislike-Ratio, die sehr gut aussieht. Ich meine, wenn ich an Star Wars denke, wie das damals aussah, huiuiui. Also da ist das Ergebnis hier jetzt wirklich absolut heilig. Und dann sortieren wir das mal nach den neuesten Kommentaren. Hatte ich vorher schon gemacht, hat sich nicht viel geändert. Oh, doch, einer ist dazugekommen. Die Leute sind verwundert, dass sie das Pack tatsächlich haben wollen. Die Leute sind... Ja, sie sind aufgeregt, sie freuen sich. Oduwala Milola Taiwo schreibt hier auch gerade, Sims, ich bin stolz, hier hast du einen Keks. Ich will auch einen Keks. Wie es aussieht, sind die Leute wirklich gespannt. Einige auch wirklich wegen diesen asiatischen Einflüssen, die wir hier haben. Und hier Tony de Bruce schreibt, ist das ein Sims-Pack, das nicht voll mit Müll ist? Ich bin aufgeregt. Davor war meine Meinung zu dem Pack so 50-50. Jetzt nach diesem Trailer ist es ungefähr 70-30. Also zu 70% würde ich sagen... Freue ich mich, bin ich überzeugt. Zu 30% denke ich mir so, wie passt das zusammen? Irgendwie ist es mehr so ein Gameplay-Pack und wo sind die Hotels, die dafür absolut oberpassend gewesen wären? Und unsere letzte Station in diesem Video ist nochmal der Blick auf die Website. Hier sehen wir nämlich auch nochmal ein paar kleine Key-Features, die aufgelistet sind. Wir können alles nachlesen und hier finden wir garantiert keine wilden Spekulationen, die dann gar nicht wahr sind, sondern hier haben wir
knallharte Fakten, egal ob sie uns gefallen oder nicht. Und dann haben wir die zentralen Features und das ist immer ein besonders wichtiger Punkt, denn das kommt in den Videos oft entweder falsch oder gar nicht rüber, weil man es nicht so gut einpacken kann in so ein Video. Oh mein Gott, was rede ich da? Wir haben hier einmal hol dir den Adrenalinkick, sause auf Skiern den Hang hinab, schredder die Piste auf dem Snowboard oder fahre gemeinsam mit einem anderen Sim Schlitten. Das letzte, das Schlittenfahren, das mag ich. Damit haben sie mich gekriegt. Du möchtest hoch hinaus? Verbessere deine Kletterfähigkeit und brich zu gewagten und manchmal sogar gefährlichen Gipfeltouren auf. Ich frage mich, ob die auch bei einem Sturz in die Tiefe sterben können. Oder ob die da nur erfrieren können. Oder ob sie mit dem gefährlich einfach nur wieder den inneren Massenmörder in mir triggern wollen, der sich denkt, eine neue Todesart, die muss ich ausprobieren. Dann haben wir, finde deine innere Mitte. Lass die Sorge deines Sims in den natürlichen heißen Quellen verdampfen. Entspanne dich bei einem Feuertopf am Kotatsu-Tisch oder knüpfe beim Wandern durch Bambuswälder und Schneelandschaften neue Kontakte. Genieße achtsame Spaziergänge und beruhigende Musik, um deine Gefühle zu steuern und deinen inneren Frieden zu finden. Find ich gut. Me likes this. Erschaffe deine Zuflucht. Wähle aus japanisch inspirierten Möbeln und Dekorationen mit traditionellen oder modernen Elementen, wie zum Beispiel Shoji-Türen, Fenstern und Raumteilern, Tatami-Matten und mehr. Ziehe deine Schuhe im Genkan im sanften Schein einer Papierlaterne aus oder baue deinen eigenen Steingarten. Oh mein Gott, die haben da richtig japanische Kultur reingebracht mit Schuhe ausziehen und allem. Oh mein Gott. Natürlich, das ist jetzt die japanische Kultur. Das freut jetzt Leute wie mich, die Japan lieben. Das freut Leute, die in Japan leben. Aber es gibt auch viele andere Kulturen, die man einfließen lassen könnte. Das hätte ein ganzes Kulturenerweiterungspack werden können zum Beispiel. Das wäre ein Oberthema gewesen. Und man hätte verschiedenste Kulturen der Welt hier reinbringen können. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass sich Leute aus anderen Kulturkreisen vielleicht ein bisschen vernachlässigt fühlen. Eben aus Kulturkreisen, die auch sehr spezielle Rituale haben. So wie hier, wir haben das Schuhe ausziehen. Und die Verbeugungen zur Begrüßung, diese speziellen Tische und diese ganzen Sachen hier, die wir im Trailer gesehen haben. Also für mich wäre es ehrlich gesagt so besser gewesen, wenn sie diese ganzen Winterdinge in Jahreszeiten integriert hätten und mit diesen kulturellen Teilen, die sie hier einbringen, so ein eigenes großes Kulturenerweiterungspack gemacht hätten. Und dann haben wir noch definiere deinen Lebensstil. Schalte mit Lebensstilen und Gefühlen neue Persönlichkeits- und Beziehungseffekte frei. Oh mein Gott, dein Lebensstil wird durch die Aktionen und Gewohnheiten deiner Sims bestimmt und beeinflusst dein Verhalten entsprechend. Oh mein Gott, was ist hier passiert? Haben die irgendjemand bei Yay gefeuert? Gemeinsame Erfahrungen lösen Gefühle aus und beeinflussen die Beziehungen der Sims untereinander nachhaltig, was sich auf die sozialen Interaktionen auswirkt. Das ist nicht das Sims 4, was ich bisher kannte, aber ich bin neugierig und erzähl mir mehr davon. Oh mein Gott, kann es sein, dass die da tatsächlich Wünsche erfüllen, die wir, die Community, geäußert haben? Ich meine, schaut euch das mal an. Neue Persönlichkeits- und Beziehungseffekte. Der Lebensstil beeinflusst das Verhalten. Das haben wir uns echt immer gewünscht, dass die Sims lebendiger werden. Und ich glaube, das könnte jetzt wirklich auch noch so dieses Key-Feature sein, dass das Ganze in den Stand eines Erweiterungspacks anhebt, denn bisher war es für mich wirklich Gameplay-Pack-Material und ich bin tatsächlich jetzt auch wieder so ein kleines bisschen gehypt, muss ich sagen, denn ich habe mir nicht so viel erwartet. Ich bin absichtlich mit niedrigen Erwartungen rein, weil das für mich am Anfang aussah wie so ein Seasons-Abklatsch. Und wenn man keine Erwartungen hat, kann man auch nicht enttäuscht werden. Aber ich bin positiv überrascht und ich liebe die japanischen Aspekte dieses Packs. Ich weiß, ihr werdet mich hassen dafür, dass ich das so oft sage. Aber ich liebe Japan und ich lieb's, dass ich das jetzt in Sims ausleben kann. Und ich bin echt gespannt. Also bei mir gibt's auf jeden Fall wieder ein Review zum Pack, wenn es draußen ist. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Mein finales Fazit. Ich mag's. Ich find's, glaube ich, sogar geil. Ja, ich find's geil. Dieser japanische Tisch. Oh Gott, dieser Tisch. Dieser Tisch war das ausschlagende Kaufargument für mich. Und das mit den Lebensstilen. Ich find's mittlerweile auch gar nicht mehr so schlimm, dass sie die Hotels weggelassen haben. Weil so etwas, dass der Lebensstil
die Persönlichkeit, das alles untereinander sich gegenseitig beeinflusst, was jetzt hoffentlich noch gut umgesetzt ist. Sowas wünsche ich mir mehr als Hotels. Ich meine, es kann nur ein gutes Patch werden, es kommt auf einem 13. raus und wir wissen alle, an einem 13. passieren nur geile Sachen. Der Titel lässt absolut nicht darauf schließen, dass man hier japanische Inhalte drin hat. Ich finde den Titel schlecht gewählt, ich finde die Kombination immer noch schlecht. Also die Kombination von Wintersport und dass man das mit dem japanischen Thema kombiniert. Aber grundsätzlich, das Pack an sich hat mich überzeugt bis zum jetzigen Zeitpunkt. Ich hoffe, das bleibt auch noch so, wenn ich es dann das erste Mal angespielt habe. Und worauf ich jetzt besonders gespannt bin, ist eure Meinung. Schreibt mir die doch gerne in die Kommentare. Ich diskutiere liebend gern mit euch über dieses Pack. Wie findet ihr es? Was stört euch? Was findet ihr gut? Habt ihr auch das Gefühl, dass es eher in Richtung Gameplay-Pack geht? Das habe ich nämlich trotzdem immer noch so ein bisschen. Und ja, wie findet ihr es, dass wir auch offiziell Instagram da drin haben? Das finde ich nämlich auch noch ein cooles Feature. Das hätten wir ohne Mods bisher ja eigentlich auch noch nicht gehabt. Wir sind ja nur Mod verwöhnt. Zumindest die, die Mods benutzen. Also alles, was ihr zu sagen habt, liebend gerne in die Kommentare. Ich lieb's da mit euch drüber zu sprechen. Ansonsten war's das jetzt aber erstmal von meiner Analyse und meiner Meinungseinstreuung, die wahrscheinlich jetzt viel zu lang ist, aber ich konnte nicht anders. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, war informativ und ich konnte euch auch noch ein bisschen neue Einblicke geben. Und wenn dem so war, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Jeder Daumen nach oben für dieses Video ist ein Daumen nach oben für Reginald, das beste Glas der Welt. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt und mein Review zum Pack, wenn es dann draußen ist, nicht verpassen wollt, lasst mir auch gerne ein Abo da und vergesst das Glöckchen nicht. Ich hoffe, wir sehen uns mal in einem künftigen Video von mir. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Tschüssi! Ich geb mir Fußball.